ihr kennt alles wie immer. 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause. Heute mal Fokus auf bisschen Oberkörper und dann Ausdauer. Ja, Core ist natürlich auch dabei, der darf nicht fehlen. Also nicht so viel, weil der vorbei ist. Bisschen. Ja, würde ich sagen, ich schalte Timer, ich schalte Warm-up. Let's go. So, als erstes starten wir einfach ganz locker hier mit Skippings. Ganz locker durchbewegen. Hände hier, 90 Grad Winkel neben dem Körper. Einfach mal ein bisschen auf Touren kommen, warm werden. Okay, kurz auslockern. Als nächstes fährten die hinten an. Hände an die Brust und go. Bauch ist fest. Erstmal ganz locker durchbewegen. Warm werden. Okay, kurz ausschütteln. Dann als nächstes gehen wir hier. Kleine Rotation im Oberkörper. Hüfte ist fest. Nur der Oberkörper rotiert. Bewegen wir mal alles gut durch, damit wir dann später richtig gut reinstarten können. Okay. Gehen wir als nächstes zur dynamischen Brustdehnung. Bauch ist fest. Schultern tief. Und immer wieder nach hinten aufziehen, soweit ihr könnt. Kopf entspannt, Blick geht nach vorne, Schultern immer schön tief halten. Okay, als nächstes gehen wir für den Walkout. Schultern stabil halten, Bauch ist fest, kurz in der Position halten und wieder hoch. Und let's go. Schultern immer hinten fixiert halten und stabil. Ganz wichtig. Okay. Dann gehen wir als nächstes hier fürs Boxen. Wir gehen locker hier mit den Füßen. Hände schnell. Go. Schultern mal durchbewegen, schon hier. Auch schön weit mit den Händen rausgehen. Nicht zu kurz die Bewegung. Festmachen. Puls geht hoch. Werden wir richtig warm. Können wir Vollgas durchstarten. Okay. Gehen wir hier noch einmal in die Hüftbeugerdehnung. Einen Fuß nach vorne setzen, Bauch fest. Dann immer hier in die Dehnung reinfedern. Gesäß nach vorne unten ziehen. Bauch fest. Dass wir hier einen guten Zug im Hüftbeuger spüren. Sonst könnt ihr auch hier vorne abstützen, dann ist es leichter. Okay, andere Seite noch. Dann sind wir auch schon durch mit unserem Warm-up. Fuß wieder gut nach hinten stellen. Und go. Wirklich richtig gut den Bauch anspannen, dass wir hier nicht ins Hohlkreuz fallen, dass wir hier schön stabil bleiben im kompletten Oberkörper. Okay, und locker. Warm-up nochmal. Könnt ihr schon mal einen Schluck nehmen, wenn ihr wollt. Vielleicht ist hier ja auch nicht bereit. So, erster Block. Wir starten erstmal hier mit dem Squat. Druck auf der Ferse, ganz wichtig. Und dann hoch nach hinten schieben, Bauch ist fest und wieder nach oben rausdrücken.
Ja. Starten Timer. Und let's go. Und zieht. Geht so tief ihr könnt und explosiv nach oben raus. Knie bis kurz vor die Streckung. Knie stabil halten. Okay, kurz lösen. Als nächstes kommt hier der Burpee. Einmal zack, zack. Und zur Decke raus oder langsam. Ja? Und let's go. Entweder schnell oder langsam. Versucht schön explosiv zu machen, schnelle Bewegung. Okay, dann gehen wir einfach für einen breiten Squat. Hier. 10 leicht nach außen. Und tief und hoch. Druck auf der Ferse bewahren. Und Knie nach außen schieben. Immer explosiv nach oben arbeiten. Okay. Dann geht's einmal hier in Bauchlage. Dann gehen wir mal abwechseln. Diagonal nach oben. Und let's go. Immer abwechseln, diagonal arbeiten. Mal beide Hände und Füße vom Boden abheben. Die Spannung ganz enthalten. So weit nach oben ziehen, wie ihr könnt. Richtig festmachen. Okay, erst der Dämmer schon. War dann gar nicht so anstrengend. Wieder normaler Sport, Druck auf der Ferse, Knie leicht nach außen schieben. Und go. Wow, fest, schön stabilisieren. Ich würde mal sagen, die Beine sind mittlerweile warm. Den geht schon ganz gut. Okay, Burpee. Wieder ganz wichtig, wenn wir hier in die Position kommen, Bauch ist ganz fest. Und go. Und explodieren. Zack. Bam. Nach oben raus. Nicht so viel Power, wie ihr habt. Kontrolliert, aber zügig. Okay, breiter Squat wieder, Druck auf der Ferse, Knie nach außen, und go, Bauch ist fest, kontrolliert die Bewegung, lasst die Beine brennen, okay. Und wieder in Bauchlage. Hände und Füße erstmal vom Boden abheben. Po ist fest. Und wieder diagonal nach oben ziehen. Festmachen. Zieht euch richtig zusammen im Rücken. Okay, und ersten Block haben wir. Nehmt einen guten Schluck. So, im nächsten Block machen wir an sich nur Oberkörper, einmal hier, vorgebeugt, Bauch fest, ganz wichtig, man immer hier, zieh mal rein, dass wir schön die Schulterblätter zusammenziehen, ganz wichtig, bauen da richtig Spannung auf, zusammen mit hier der Liegestütze. Daumen auf Herzhöhe, hoch
festmachen, Bauch ist fest. Würde ich sagen, nächste Runde. Und dann geht's noch mehr los. Ja, manchmal muss man immer ein bisschen warm werden, dann ist es dann immer besser. Wir starten erstmal im Stand. Vorgebeugt. Und dann hier zusammenziehen. Ja? Hände lang lassen, dann ist es schwerer, Hände kurz, dann ist es ein bisschen leichter. Immer die Schulter wird auch fest zusammen, kurz auslassen und sofort wieder hoch. Ganz fest. Ja, stell dir vor, ihr knackt jedes Mal den Rund. Knack, 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 knack. Wunderbar. Und Liegestützposition. Daumen auf der Höhe. Hände weiter als Schulter frei. Und tief und wieder nach oben raus. Alternativ auf den Knien. Wichtig ist, die Bauchspannung zu halten. Jetzt dreht mal die Hände in den Boden auseinander. Haben wir da gleich noch mehr Spannung, macht gleich noch mehr Spaß. Wieder nach oben. Wieder fixieren. Hier ganz fest. Ich zeige es mal einfach im Stehen. Und immer schön zusammenziehen. Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Und jedes Mal die Muskeln machen. Ja? Ganz fest. Und wieder auf den Boden. Jetzt enge Liegestütze. Hände sind genau schulterbreit. Und die Ellbogen gehen ganz eng. Tief und nach oben schieben. Alternativ hier die Hüfte weiter nach vorne nehmen. Holt alles raus. Nach unten kontrolliert und nach oben explodiert. Festmachen. Zack. Wieder nach oben. Wir ziehen wieder zusammen. Und festmachen. Ja, jetzt fängt so langsam an, richtig zu ziehen, aber dann bringt's was. Da muss ich nachlassen. Wir brauchen danach nie wieder Nussknacker, weil das Ding hauen wir einfach zwischen die Schulterblätter und dann ist das Ding weg. Ganz einfach. Und kurz lösen und wieder zur Brust. Hände wieder weiter als schulterbreit und Daumen auf Herzhöhe. Und go. Zieht mal den Boden auseinander mit den Händen und dann brennt die Brust. Gleich haben wir es, beißt euch durch. Einmal noch das Ganze gleich geschafft. Ja, es fühlt sich richtig gut an. Und let's go. Schultern tief halten, ganz wichtig. Schultern schön tief halten. Jetzt halt beißen. Ab los, nicht aufgeben, auch wenn es brennt. 5 Sekunden noch. Komm, hängen wir uns rein. Letztes Mal Liegestütze. Noch einmal die engen. Ellenbogen schön eng lassen. Festmachen, Bildäule, Option, zieht nochmal alles raus, die letzten 10 Sekunden, dann hat die Brust auch schon geschafft. 4, 3, 2, 1. Sehr schön. Also, bei mir zieht der Oberkörper gut und geht euch genauso. Schöne Spannung aufgebaut. Schluck nehmen, ganz wichtig, ganz wichtig. So, jetzt, ein bisschen Platz brauchen wir jetzt. Und zwar haben wir einmal hier den Skater-Lunge, wo wir wirklich gut überkreuzen.
vordere Knie zieht nach innen und wir überkreuzen hinten weit. Und dann haben wir im Wechsel dann immer hier den gesprungenen, den schnellen. Da gehen die Hände dann auch mit. Geht es einfach nur um Tempo aufzubauen, ja? Trotzdem immer schön stabil bleiben in den Knien, wichtig. Bauchspannung ist da. Ja, nächste Runde. Geht immer viel zu schnell. So. Macht euch ready. Starten hier. Dort oben lang. Let's go. Schön tief runter. Kontrollieren. Best machen. Versuchen stabil zu bleiben. Druck auf der Ferse. Okay. Und dann zu den Schnellen. Hier einfach kurz kreuzen. Und go. Hand kann auch gerne mitgehen. Schnelle Bewegung, schnell kreuzen, springt so weit ihr könnt. Jawohl. Und wieder zu den langsamen. Kurz auslockern. Wichtig, Druck immer schön auf der Ferse halten, ja? Beim Überkreuzen. Nehmt die Arme auch gerne zum Stabilisieren. Wenn es leichter ist, hier breit nehmen zum Stabilisieren. Das geht auch gut. Festmachen. Okay, und jetzt lockern. Mal mit der Squeak-Variante. Zügig. Ja. Und let's go. Schnell den Gönn. Tempo aufbauen. Kurz stabilisieren und wieder abspringen. Zack, 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 zack. Okay. Und wieder langsam. Schöne Kombination aus Beintraining und bisschen Cardio. Let's go. Desto weiter ihr überkreuzt, desto schwieriger wird es, desto mehr zieht es auch im Gesäß. Okay, wieder schnell. Ja, jetzt geht noch ein bisschen mehr Tempo. Nochmal zügiger werden, let's go. Gar kein Kontakt mit dem mittleren Bein. Zack, 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 zack. Komm, Vollgas. Gib ein bisschen was. Komm, schneller. Okay. Einmal das Ganze noch, genau einmal langsam und dann nochmal den zügig. Und let's go. Noch einmal kontrollieren. Ganz fest. Halt mal durch. Komm schon. Bisschen was geht noch. Okay. Noch einmal Full Speed. Alles rausziehen. Und let's go. Volles Tempo, 8 Sekunden noch. Okay, auslockern. Thank you.
So. Und zwar geht jetzt ein bisschen an den Bauch. Wir machen insgesamt zwei Übungen in Variation. Heißt, einmal den Mountain Climber. Ganz wichtig, Schulter wieder zur Decke. Becken zieht. Was? Rippenbogen zieht zum Becken. Und dann einmal hier in langsamer Variation. Und einmal machen wir schnell. Gleiche machen wir einen Russian Twist. Heißt, einmal den Russian Twist. Hier kontrolliert langsam, schön tief runter. Und einmal in schnell. Ich würde sagen, da brennt der Bauch. Da läuft der Schweiß. Ja, und dann ist es heiß. Also dann macht es warm, auf gut Deutsch. Ja. Start einmal ab in Stütz schon mal. Dann können wir schon mal in Stütz gehen. Und dann starten wir gleich mit dem Mountain Climber. Schulter wieder zur Decke und let's go. Kontrolliert die Füße schön zur Brust ziehen. Festmachen. Richtig schön in meinem Bauch zusammenziehen. Okay, kurz auslockern. Bereit machen für den Sprint. Rippenbogen aktiv zum Becken nochmal. Und Vollgas, let's go! Zack, 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 zack! Volles Tempo. 10 Sekunden noch. Komm schon, zeigt mal, was ihr könnt. Will die Funken fliegen sehen. Okay, Russian Twist. Alternativ die Füße abgesetzt oder in der Luft. Erstmal langsam kontrolliert. Unter Rücken ganz wichtig. Leicht abgerollt, damit die Steuerung schön auf den Bauch geht. Okay, kurz durchatmen. Gleich geht's ins Zügige. Also, volles Tempo. Let's go. So schnell ihr könnt. 10 Sekunden noch. Alternativ Füße abgestellt. 5, 4, 3, 2, 1. Erste Runde geschafft. Gleich wieder in den Stütz. Und Mountain Climber. Rippenbogen nochmal aktiv zum Becken. Festmachen. 8 Sekunden noch. Lass den Bauch brennen. Okay, kurz durchatmen. Vielleicht mal für die Sprinters. Schiebt den Boden richtig unter euch weg, ja? Und go. Zack, 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 zack. Ja, Usain Bolt ist nichts gegen uns. Da geht man nämlich Vollgas, ja? 10 Sekunden noch. Normal ziehen. Endspurt. Kommt schon. 5, 4, komm, Vollgas. Und ab zum Russian Twist. Und go. Kontrolliert. Wieder alternativ mit den Füßen. Oder ein bisschen höher. Dann geht's leichter. Desto tiefer ihr geht, desto schwerer wird. Okay. Letzte Übung für den Block. Schnell den Russian Twist. Let's go! Komm, zieh normales raus. Investiert die ganze Kraft in die Bewegung. So schnell ihr könnt. 10 Sekunden noch, gleich haben wir's. Beißen. 5, 4, komm. Halten. 2,
wunderschön. Also, wir haben jetzt noch einen Block. Dann machen wir einmal noch, ich würde sagen, drei Übungen. Hardcore Cardio. Und dann Cooldown, ne? Cooldown. Das ist auch wichtig, ja. Muss man auch mal runterkommen. Ja, ich starte den Timer das letzte Mal. Wir starten hier mit dem Boxen. Füße so schnell wie möglich, zack, 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 die Hände so schnell wie möglich. Ich würde sagen, da geht gut was. Also, bereit machen, Bauch ist fest. Und volles Tempo, zack, 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 zack. So schnell ihr könnt, kommt schon, holt alles raus. Das ist das allerletzte, was wir machen. Ja, danach könnt ihr tot ins Bett fallen. Feierabend. 5 Sekunden noch, komm noch anziehen, zack, 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 zack. Okay, durchatmen. Als nächstes Star Jump oder Mountain Climb. Entweder hier oder zack, zack. Let's go. So schnell wie könnt, komm. Hol noch alles raus. Jetzt 5 Sekunden. Okay. Noch eine Runde High Knees und ich glaube, dann haben wir es auch einfach. Let's go. Zack. Knie schön hochziehen. Alternativ die Hände mitnehmen. 10 Sekunden noch, die letzten. Komm, Gas geben. Knie nochmal schön anziehen. Gleich haben wir es. Beißt euch rein. 2, 1. Okay. Hey, Pumpe wie schon offen. Oh. Wir gehen erstmal hier ins lockere Laufen. Alles gut durchbewegen. Atmung wieder langsam runterbringen. Tief ein, tief ausatmen. Damit geht der Puls auch schneller wieder runter. Okay, als nächstes ziehen die Rotation. Wir atmen ein, gehen auf rechts. Atmen aus, gehen auf links. Versucht die Atmung richtig tief wieder zu halten. In den Bauchraum, ins Zwerchfell und langsam. Okay, dann gehen wir hier nochmal einmal ins Laufen, wieder tief ein, tief ausatmen, ganz wichtig. Tief ein und tief aus, die Füße einfach locker nebenher laufen lassen. Ganz tief ein und wieder tief aus. Merkt direkt, die Atmung geht automatisch langsamer, der Puls geht wieder runter. Dann lassen wir uns jetzt immer nach unten hängen. Wir rollen uns wieder auf, ja? Ausatmung nach unten, einatmen hoch. Ausatmung nach unten, einatmen hoch. Ganz locker. Wieder entspannen so langsam. Wir haben es geschafft. Wir haben eine Handstände hinter uns. Jetzt kommt nur noch der entspannte Teil, dann kommt das Ende. Dann hier einfach nochmal locker die Schultern ausdrehen lassen. Ellenbogen unter Schulterhöhe lassen. Ganz langsam. Entspannt. Runterkommen. Cool hat es gemacht. Ja, gut geschwitzt. Und dann haben wir es geschafft für heute. Geile Nummer. Gut durchgehalten.